Konnichiwa, Anguru Gris und Turashuru mit Mavo Heck. Ich habe keine Ahnung mehr, wie er heißt. Ich bin eigentlich Turashido, das ist Treasure Hunt 2. Willkommen, ja, hallo Bart Ministein. Ach, den kann man töten. Ich dachte, ich muss dem ausweichen. Ja, du warst ja nie dafür bekannt, dass du relativ konsequent warst. Ja, nicht wirklich. Didididid. Noch eins. Da unten war eins. Ach echt? Habe ich gerade gesagt, dann wiederholst du dich. Ja. Ja, schon scheiße. Vielleicht muss ich nach oben gucken, dann kommt's runter. Bardo Minsteino. Nö, so nicht. Vielleicht ist hier irgendwo ein Springboard. Ah, vielleicht ist hier irgendwo ein Springboard. Das sieht aus wie eine Dosensuppe mit Erbsen. Springborduru. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nur eine Dosensuppe mit Erbsen ist. Nimm die Erbsendose mit. Aber von Erbsensuppe kriege ich Blähung. Ja, ist mir Wumpe, du nimmst sie jetzt mit. Ich bin schon weg, wenn dir noch nicht aufgefallen ist. Dödödöd. Müsstest du eigentlich alle 8 haben, oder? Ich hab 7, steht doch oben rechts. Ach, da. Bup. Ja, hättest du mir die Erbsendose mitgenommen. Hab ich sie noch gesagt. Mir war bewusst, dass sowas passiert in dem Moment, wo ich sie liegen lassen habe, ne? Und in diesem Moment wurde Nathan bewusst, dass er abgefuckt hat. Baduru. Verdammte Scheiße, Nathan. Wer ist Nathan? Ich hab keine Ahnung. Na, bist du jetzt zufrieden, Mavo? Mavo ist glücklich. Ja, Gott nochmal. Ups, das versuchen wir gleich nochmal. Wie er rennt. Was? Jetzt haben wir eine 4 gewürfelt. Dürfen wir jetzt dann die Bad Mimsteinstraße kaufen? Nein. Nicht? Dafür hätten wir 6 würfeln müssen. Ach, verdammt. Los, empfangt meine Liebe. Ich hab's nicht getroffen. Ich wollte dich eigentlich umbringen mit den Teilen, aber ich hab daneben geworfen. Na, ich geh mal wieder, tschüss. Ja, gehst du wieder in dein Boing-Boing-Level? Ja, ich geh wieder beim Boing-Boing-Level. Boing-Boing. Boing, 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 boing. Hier kam Dead Boing. Oh, Spoing, what up? Wo muss ich denn jetzt lang? Rechts rum. Da links war so eine Yoshi-Coin, also diese Blumen. Hier kam Dead Boing. Oh shit, what boing. Wenn du den Part nicht so nennst, bin ich enttäuscht übrigens. Hier kam Dead Boing. Ja. Ach übrigens, ja? Du hast doch da rechts was aktiviert. Dass man hochspringen kann. Dann springst du bitte jetzt nicht hier bei dem hoch, sondern rennst bis hier zurück und springst hier hoch. Ich glaube, das war ein Mond, was da lag. Also pass auf, wenn du den da jetzt aktivierst, ja, dann werden dir diese Pfeile aktiviert, dass du hochspringen kannst. Das hast du ganz elegant gelöst, Chris. Schon, ne? Was? Ich bin doch draufgesprungen! Ja, das hat ihn doch aber nicht interessiert. Ja, nee. Da hat der grüne Boing sich einfach umgedoinkt und den Luigi totgeschleunt. Na gut, was wundere ich mich? Das ist ein Mavo-Hack. Da können nur scheiß Sachen passieren. Ich finde den bis jetzt gar nicht schlecht. Anguru. Ja, du bist richtig Anguri. Ja. Ja, am Eck kannst du es nicht machen mit dem. Ja, scheinbar ja doch. That Boing. Oh, Boing, what up? Oh shit, get down. Oh, ich finde das immer so richtig toll, wenn das so richtig schön. Da oben ist die Kiste. Schatzkiste ist das. Oh, ich hab Angst. Hallo, ich bin der Marvin. Ich heiße Marvin. Oh Gott, zurück ist das ja nochmal beschissener. Definitiv. Oh, du hast es geschafft. Hier kam Dead Boing. Und Leben. Ja. Hier kam Dead Boing. Däh.
Wie kann man im zweiten Level im Spiel schon mal das Boing reintun? Das ist das erste Level, wenn du nach links gehst. Das Boing. Das sind eigentlich keine Frosche, die Frosche sind cool. Was machst du? Soweit war ich auch schon. Ja, einmal. Wie oft hast du schon probiert? Zweimal. Was war schon so weit? Nein, da unten bin ich gestorben. Sag mal, das Boing, du lebst auch ganz gefährlich, oder? Wie er geguckt hat. Da hat er sie, als er so geguckt hat, hat er gedacht, oh shit, what up? Was ist denn da los? Was ist denn hier jetzt los? Ja, was war da denn los? Ja, was hätte er denn machen sollen? Ja, das frage ich mich auch. Boah, was soll denn das jetzt hier? Das Boing, ey. Oh shit, oh shit. Shit, what up, shit, what up. Shit, what up, was, shit, what up. Was willst du machen? Das da. Hä? Was hat das jetzt gebracht? Dass du gleich stirbst, wenn du drin stehen bleibst. Was soll denn das? Warum leuchtet der jetzt? Ja, das hast du echt toll gemacht. Jetzt leuchtet er nicht mehr. Mama, erklär uns das gefälligst. Aber sofort. Ja, ich will. Hopp, hopp. Flott, flott. Boing, boing. Okay, da hab ich mir extra Mühe gemacht, einen gelben und einen blauen zusammen zu stoßen. Was passiert? Keine nur coole High-Explosion. Ich bin enttäuscht. Erstes Level, Chris. Ja. Klassischer Mavo, ey. Erstes Level. Ja, dass auch keine Donkey Kong-Musik gekommen ist, ist ja... ist der Hammer. Elegant. Sag mal, was hat er eigentlich mit Dat Boing? Ja, das ist ja das Boing-Boing-Level. Natürlich kommt Dat Boing hier. Nee, es ist nicht natürlich. Es ist unnatürlich. Unnormal. Du bist doch nicht schon wieder! Wie er nach rechts geguckt hat, fuck da los! Ja, lass knacken. Ich hab keine Ahnung, in welches Level ich gehen soll. Können wir das bitte wegmachen? Also rechts rum hat mir besser gefallen. Hello Kitty Online hat... der hat rausgefunden, dass er unter Wasser gar nicht atmen kann. Dann habt ihr Scheiße im Windschutzkracher. What the fuck? Das hat bei mir ein bisschen geleckt. Der hat gerade so ein Stück Seife gefressen, jetzt hat er es noch in der Fresse. Ja, er will Blubstrahl einsetzen. Alter, was ist denn jetzt los? Die Seife schmeckt viel besser als ihre Moment. Nee. Die Handverscheife im Klo schmeckt sieht besser aus, als sie schmeckt. Die Zitronenbonbons aus dieser komischen weißen Schüssel schmecken gar nicht so toll, wie sie riechen. Tja, das hast du verdient. Der ist gestorben. Ich glaube, da kannst du durch rechts. Das ist möglich, ja. Guck mal gleich mal. Die Musik hier aber auch. Ja, Tatsache. Gut gesehen. Aber sonst, ich komme hier nicht rein, Blöcke sein. Was ist denn hier passiert? Ja, klar. Ich bin jetzt gleich richtig Anguru, ich sag's dir. Wenn du Game Over gehst, das erste Mal? Ja. Du, guck mal, normaler Gegner, das ist ihn umgebracht. Ja, sorry. Was ist denn hier passiert? Schau dir ihn an. Weißt du, da tauchen ausnahmsweise mal normale Gegner auf und du musst sie gleich alle zerschmettern. Ja, sorry, war Absicht. Ja. Tja, scheiße. An der Stelle wirst du jetzt Game Over gehen, weil du es nicht schaffst, darüber zu springen. Oh, die Musik hier ist mir echt zu ruhig. Ich bin angepisst. Hier muss ich wahrscheinlich runter. Hä? Aber das zeigt doch nach unten! Da war bestimmt ein Teleporter, den du nicht gekriegt hast. Da hättest du wahrscheinlich einfach drin stehen bleiben müssen in dem Wasser, dann hätte er dich wegteleportiert. Was ist denn das, Mavo?
Rechts ist noch ein Power-Up. Aber das ist mir jetzt zu blöd. Bist jetzt Anguru? Nee, Anguri. Nee, das halte ich für einen Mythos. Das kommt mal wieder richtig gut. Zweiter Part und ich stelle mich an wie der größte Leugi. Du spielst ja auch Leugi. Ja, und du bist ja auch ein abgesoffener Leugi. Jetzt hast du deinen... Warte mal. Nee. Fick dich, Mavo! Don't fuck on my couch! Ja, Mavo, lass dir das mal eine Lehre sein. Don't fuck on his couch. Hör er hier unten. Schau dir ihn an. Kann ich eh nicht mehr alle kriegen, weil die ja resettet werden. Was sollten sie mal in irgendwelche Mario X einbauen? Dass die Yoshi Coins nicht resettet werden, nachdem man den Midway Point hat. Dass die bis zum Midway Point gespeichert werden, die du vorher hattest. Sonst kannst du ja gar nicht mehr alles kriegen. Ich bin mit dem Kleinkinderauffangbecken gelandet. Toll. Ja. Also, jetzt abwarten, bis die Dinger da runtergelaufen. Ach, ich dachte schon. Ich wollte gerade fragen, wie euer Tag so war, aber ich gehe jetzt zu meinem Helikopter, mein Safe Space. Alter, Chris, sei mal nicht so triggert hier. Ich bin Tricklypuff himself. Und ja, ich habe himself gesagt, das ist mir bewusst. Blasio Swamp. Wenn das wird scheiß. Big Dot Levels always end with a Mini-Boss Fight. Ja, viel Spaß! Ich hasse mein Leben. Der Mini-Boss ist bestimmt Wrigglypuff. Ich erwähne mich auf der Campus! Ja, das kann aber gar nicht sein. Das wäre ja ein Maxi-Boss. Maxi-Boss-Menü. Plop. Chris, kannst du mal dein Hate-Space da nehmen und weggehen? Mein Hate-Space? Ja. Bin doch gerade dabei. Was ist denn das für ein Sumpf hier? Ein Safe-Space, lass mich in Ruhe. Ich hätte so gebrüllt, wenn das Wasser dich tötet, ne? Sag halt. Triggert! Du darfst ihn nach oben dabei drücken, Mann. Dann springt er aus dem Wasser raus. Ja, die beiden hier haben wir auch in Campus. Triggert! Sieht echt nicht gut aus für Chris. Und in diesem Moment wurde den Zuschauern bewusst, dass sieht echt nicht gut aus für Chris. Ich hoffe, du hast es jetzt endlich verstanden! Achso, auf den Teilen kann man auch draufstehen. Ja, so wie am Anfang des Levels, wo du schon das Power-Up geholt hast, also auf dem Teil drauf. Also ich glaube, das mit dem Mini-Boss, das könnte echt blöd enden. Alter, schau dir ihn hier an. Der kommt einfach da durch die Tür durchgeschissen. Wir wackeln und wir kackeln hier den lieben langen Tag, weil ein Gumba das Wackeln und das Kackeln gerne mag. Alle. Wow! Komm mal in mein Safe Space hier rein. Hier kann mir gar nichts. Oh Scheiße, was ist hier denn hier? Mein Safe Space. Was ist denn das für ein Schuh? Der wirft mit Hate Speech um sich. Ja, fick dich. Ich mag ihn nicht. Oder hast eine Brüste. Was ist denn das hier für ein scheiß Safe Space, ey? Och, fick dich doch einfach, ey! Das ist Figglypuff. Figglypuff! Alter, ey, ich hab hier keine Ahnung, was mit meinem Safe Space los ist. Komm, ich mach mal den kleinen Gumba-Scheißer da unten kaputt, wenn er mal herkommt. Ja, und der Große macht dich dann kaputt. Guck mal, der hat schon so eine Anguri-Augenbraue. Triggered! Ich bin Anguri. Ja, wir merken das schon. Ich bin zweimal gestorben. Ich suche jetzt hier mal den Secret Exit, dann kann ich zum Helikopter gehen und abhauen. Du wirst dem Hack entfliehen, oder? Oh. Will. Ja. Ui. Der hat einfach mal dein Safe Space hier missachtet. Mist. Das ist auch wie so ein Block, wo so ein Schlüssel hinterhängen könnte. Auf jeden Fall.
Da oben ist ein Leben drin. Ich bin Anguri und ich bin stolz. Ja, shit. Geschenkt. What up? Shidu. Shine. Motherfucker. Shit. Shit, Kassi. Ja, der hat heute auch eine Aufnahme hinter sich. Äußerst ärgerlich. Ja, das war wieder äußerst ärgerlich. Deswegen heißt er ja so. Zauber an Dark Souls sind gar nicht so einfach, weil du einfach voll am Abkacken bist und du keine Spells mehr hast. Shit, Kasim, äußerst ärgerlich. So für mich. Ja, für mich auch. Heiliges Lütje, ey. Die ganze Sache ist so hoch für mich. Ich zieh lieber mal die Hardly Boys hinzu, die können uns den Fall lösen, die haben nämlich eine Spur. Ich weiß, wo ich hin muss. Ja. Ich weiß, wie das läuft. Pass auf, wenn ich da jetzt den anderen Block gegenschmeiß, dann geht das hier auf und dann kann er hier rum. Und oh, da oben ist das Secret Exit. Na komm mal an das Boing vorbei. Okay, hast du. Dann werde ich jetzt aber leider Gottes töten. Also ich hab den Plorner. Hast du? Weißt du, im Spiel war ich gut, bis der Typ, der uns dieses Zeug ausfahren sollte, an die Dönerbude gegangen ist und unser ganzes Geld versoffen hat. Ja. Und dich erinnerst. Das war nicht so gut. Das war so der einzige Nachteil, den wir da in der Firma hatten. Das ist aber gar nicht schlecht gemacht. Tschüss. Das ist schlecht gemacht. So ein Arschloch. Jetzt ist er weg. Da ist er wieder. Oh, hallo. Ich mag Safe Space. Ich bin gerade in meinem. Ja, das hier ist sein Safe Space. Shit, what up? Shit. Fuck! Ist das bescheuert, ey? Ich hasse SJW, Leute. Oh. Ja, Luigi wieder in seinem Safe Space. Hey, jetzt lass mal mein Safe Space hier in Ruhe. Dein Safe Space ist nicht so safe, wie du denkst. PC Principal schnaut dir auf die Schnauze, wenn du irgendwas gegen Leute sagst. Der schnaut mir auf die Schnauze. Hör auf, mich wegen meiner Aussprache zu diskriminieren. Das triggert mich gerade total. Ja, sorry. Hey du, bist du auch in Safe Space da oben? Nein, nee. Ich bin hier um Suizid. Ja, Suizid! Harakiri! Band noch Spaß! Oh, du hast ein extra Leben gekriegt, das heißt, wenn du jetzt verreckst, dann bist du gar nicht kämpfen. Er ist der Allerschärfste da oben, ne? Der ist auch ziemlich Anguri. Ja, siehst du die Monobraue, die bedeutet Beef. Und da ist er weg. Der hat sein Lebensziel erreicht, dem hässlichen italienischen Klempner den Hammer an den Kopf zu werfen. Das muss er jetzt seiner Mama twittern. Ach so. Ich für SJW! Wir haben die Hate Speecher vom Campus vertrieben. Da war er nur noch so klein mit Mütze. Ist aber schon bekannt, dass man so klein mit Mütze wird. Wenn man einen Hammer an den Kopf kriegt, yo. Ich meine, das stellt ja ganz schön in den Kopf ein. Na, schau dir ihn da drüben an. Triggert. Triggert. Jetzt kommt der Boss. Schau dir mal seine schnicken Turnschuhe an. Ja, das sind die Lelly Kellys, das sind echt geile Schuhe, wie ich gehört habe. Die Lelly Kellys sind geile Schuhe, oh ja. Die Lelly Kellys sind deine Schuhe, oh ja. Die Lelly Kellys mit den tollen, ist dir nur ein Telefon in der Schuhe. Und eine Seifenspender. Vergiss nicht den Dildo an der Unterseite. Ausfahrbar bis zu 15 cm. Fast so lang. Die Kelly sind keine Schuhe. Oh, herrlich, ey. Ups. Ist das die in seinem Safe Space verletzt? Fuck, ich verrecke. Das ist ein ganz harter, der weidlich, weil man ihm auf den Kopf schlägt. Nee, der bleibt dann einfach nur stehen und hüpft nicht mehr weiter. Richtig. Weil er getriggert ist. Ja, weil er keine Lelly Kellys hat. Ja, das ist scheiße, ey. Oh, ich bin stolz auf dich. Der Schlüssel.
Nimm der Shoido! Mit. Der geht mit. Oh. Ach nö, ich wollte zum Heli. Oh nein. Und zwar Pokémon-Musik. So eine Kacke. Ich gehe meine Musik? Pokémon. Mundberg. Ich hab grad nicht genau zugehört. Ich war zu sehr mit Rumbrüllen beschäftigt. Was ist denn? Das triggert mich. Ja, mich auch. Aber ganz gewaltig triggert mich das. Das ist nicht mein Safe Space. Was ist denn hier los? Nicht mein Safe Space. Das sieht ja schlimmer aus als auf dem mexikanischen Jahrmarkt nach 10 Burritos. Triggert. Triggert. Ist das irgendwie getriggert, super gemacht? Was machst du da jetzt? Die Wand anstarren? Ja, ist dein richtig. Das ist jetzt dein Safe Space. Ja, das ist mein Safe Space. Sag mal, kann mal wer diese komischen Pfosten da abhacken? Die triggern mich ja schon immens. Plump. Wow. Triggert. Trigger. In der Kiste ist doch was drin. Triggert. Kann man bitte den Hack machen? Der steht nicht live, sondern triggert. Kann man bitte den Hack machen? Nicht Magic Hand, sondern Triggert-Hand. Kann man bitte den Hack machen, bei dem, anstatt dem Lebenspotion-Ding da, so ein Kopf von Trigglypuff da drin. Es gibt ja schon einen Hack, wo diese Cat-Monkeys da rumrennen und dort dieser riesige Penis-Typ und sowas. Warum spielen wir den eigentlich nicht? Ich weiß es nicht. Triggert. Das war gerade mein Dad, der meinte gerade, er will drüben seinen Rechner anmachen. Da machen wir kurz die Aufnahme, kurz Pause. Bis gleich. So, das haben wir wieder. Ich bin gerade massiv getriggert. Ja, das war gerade ein bisschen massiv blöd. Chris Eltern sind, die triggern mich manchmal so sehr, ne? Soll mal aufpassen, dass ich da nicht zurücktriggere, ne? Ja, das war jetzt gerade. Nachher sage ich deinem Vater noch, dass deine Pantoffeln überhaupt nicht zu seinen Socken passen und deine Mutter hat ein Kilo zugenommen in die letzten 3 Jahre. So? Oha, jetzt hast du ja fast schon mich getriggert, aber auch nur fast. Ja, das war erstmal ein Stück Cola. Ja, das war gerade dezent mit doof. Zucker statt Süßstoff. So getriggert wirst du? Oh, du glaubst gar nicht. Wenn ich jetzt mein Safe Space hätte, ne? Ich würde 3 Stunden durchheulen. Oha, so getriggert. Willkommen im salzigen Spuk. Ja, bist du triggert. Ja, genau, bist du in Ditto, wie hart bist du triggert. Nein, meinst du nicht eher den Schuppen da drüben? War ich als Schuppenklinik triggert? Triggert! Hey, du hast wieder 4 Leben, was geht? Es geht. Na, schau dir ihn hier an, triggert. Uiuiui, weißt du, wofür das M steht? Ja, triggert, weil es da kein L dran ist. Mein Gott, Luigi hat auch mal ein Level geschafft, der Leugen. Das M ist für triggert, weil da kein L dran steht. Ja. Ich hab Mut gerade aufgehört. So ein mexikanisches Sombrero. Wo geht's denn hier hin? Ach du lieber Gott. Hier zum Schwesttempel. Das sind alles Afrikaner. Alter, wie lustig dich das gerade anhört, weil Skype wieder voll rumschmiert. Ich bin triggered. Ich weiß gerade nicht, ob ich die Aufnahme laufen lasse oder kurz Pause machen, dass wir Skype wieder reden können. Das klingt so bescheuert, wie du immer leiser und lauter wirst und im Hintergrund brüllst. Mein Gott, das klingt Spaghetti. Alter, man versteht dich kaum. Mach kurz Pause. Da ist aber wie triggert, die sind triggert! Triggert. Triggert. Ah, jetzt geht's wieder. Es triggert mich, dass sie so getan haben, als wenn da ein Loch wäre, dann war da gar keins. Der ist auch triggert. Der hat massen getriggert und sucht seinen Safe Space. Ja. Der weiß nämlich nicht mehr, welches Gender er hat. Der hat das Gender laufend in der Ass. Kann man Doppelszene im Sinn. Ja, der hat das zu wörtlich genommen mit der laufenden Nase. Der ist Rotzfahnenkind. Der hält sich für eine laufende Rotzfahne. Hier ist es die Rotzfahne. Jetzt habe ich ihm seine Rotzfahne geklaut. Triggert.
Ja, das hier sind die Triggly Bugs. Triggert. Oh, ich war schon fast getriggert gerade, ne? Ja, das Ziel des Spiels ist es, hier durchzukommen, ohne getriggert zu werden. Aber Blitzcrank, was willst du denn hier? Das Trigglybot 3000. Triggly. Sollen wir den Part beenden? Ja, bitte. Okay, beim nächsten Mal triggern wir dann schön brav weiter.